Mahlzeit. Gut, wenn der Sommer da ist, wenn dann gleichzeitig auch Eis im Eisschrank ist. So, dieser weitere Pint des neuen Magnum-Eises, welches da im Becher ist, nicht mehr im Stiel, sondern im Becher. Magnum White hier in der Sorte, Vanilleeiscreme mit weißer Schokolade. Müsst ihr gleich eine Infokarte bei euch aufpoppen. Könnt ihr mein Review des ersten Magnum White im, nicht Magnum White, sondern Magnum Eises im Pint sehen, nämlich die klassische Sorte, wo wir quasi Vanilleeiscreme mit der klassischen Magnum Vollmilchschokolade hatten. Das ist hier die zweite Sorte mit weißer Schokolade, die ich auch von Anfang an eigentlich haben wollte. Habe ich zuerst aber einmal nicht bekommen. Jetzt habe ich sie und bin natürlich happy. Das in Anführungsstrichen Besondere an diesem Eis ist eigentlich nur, dass es Magnum-Eis ist, wie man es kennt, denn das ist insofern besonders, weil es immer unglaublich schokoladig war. Dicke Schokolade und hier ist das genauso. Man sieht es an diesem Bild hier, nämlich was das alles mit diesem Becher auch soll. Hat nämlich ein zusätzliches Gimmick. Man hat Schokoschichten hier drin, obendrauf eine ganz große, die man durch Andrücken aufbricht. Man kann es auch hören, wenn ich mal hier mal so leicht drücke am Rand. Also ich höre es, ich weiß nicht, ob ihr es hört, da ist überall Schokolade innen drin und obendrauf, wie wir jetzt gleich sehen, eine richtig dicke Schicht. Ich werde nicht so viel zum, oh, nochmal ein Google Play Gutschein, nicht so viel zum Eis sagen, sondern zur Machart und so weiter sagen, sondern verweise euch an mein erstes Video. Hier will ich etwas mehr Fokus auf das Eis legen, was wir da hier hätten. Magnum White mit einer dicken Schicht weißer Schokolade obendrauf. Wie viel Schokolade, oh, jetzt kommt der Wind wieder, wie viel Schokolade wir insgesamt haben, können wir sehen, wenn wir das hier lesen, nämlich Vanilleeiscreme mit 28% weißer Schokolade. Also gewaltig viel. Dadurch auch, dass wir viel Schokolade haben, gewaltig viel Kalorien pro 100 Gramm. Ja, weil viel Fett. Insgesamt haben wir drin 440 Milliliter, 297 Gramm. Kosten tut es 4,50 Euro. Womit es sogar teurer ist als Ben & Jerry's. Nur mal so angemerkt, was ich etwas arg übertrieben finde, ist aber halt Markeneis. Vor allem die Zutaten sind halt auch nicht so hochwertig wie bei Ben & Jerry's zum Beispiel. Von daher ist es ein bisschen erbärmlich, dass das so teuer ist. Aber gut, ich lasse es noch einen Moment antauen, mache ein Foto und bin gleich wieder da. Ups, Wind kommt. Wobei, ich habe mir jetzt gerade spontan überlegt, ich habe nämlich letztes Mal vielleicht den Fehler gemacht, dass ich es habe zu lange antauen lassen. Ich glaube zwar eigentlich nicht, aber der Sinn des Ganzen, so dass oben vielleicht die Schokolade aufbricht, hat nicht funktioniert. Das ist natürlich ein bisschen jämmerlich, hat das dann ausgesehen und es hat irgendwie auch sehr, ja, es hat jämmerlich ausgesehen. Das will ich diesmal nicht, deswegen tauche ich es diesmal nicht ganz lang an, weil dadurch, dass die Eismasse darunter dann noch fester ist, gibt sie nicht so nach und schiebt nicht so, so sehr die Schokolade nach oben. Wir knacken jetzt mal. Achtung! Ist beschiss. Hier drin ist alles geknackt und da oben ist gar nichts geknackt, ey. Alter! Alter! Oh, Baby, das war jetzt aber geil. Also, das war jetzt geknackt, verkackt. Das war jetzt richtig geil, würde ich sagen. Das sieht auch verflucht lecker jetzt aus, wenn man es so geknackt hat. Und das ist das eigentliche Highlight des Eises. Oh Mann, ey, scheiß Wind hier wieder. Geht mir so auf den Sack, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen. So, muss ich eben noch mal so ein Foto von machen. Und dann wollen wir das Eis gleich mal anschnabulieren. Magnum. Ja, ihr wisst ja immer, ne? Die ganzen Foodblogger-Fotos und so weiter für meine Internetseite foodlove.com. Ja, ich mache Werbung dafür. Interessiert nur keinen, weil. Ja, ich sollte es mal irgendwie tracken können, wie viele Leute von meinen Videos dann auf die Internetseite gehen und umgekehrt. Ich wäre euch jedenfalls dankbar, wenn ihr mal reinschaut und einen Kommentar abgebt. Das ist das Schokoeis, 28% Schokolade, wobei das nicht nur oben drauf die weiße Schokolade ist, sondern auch innen drin, wie wir gleich sehen werden. So, hier kann man jetzt natürlich probieren, die wird sehr knackig sein. Klassische weiße Schokolade. An sich nichts Besonderes. Aber eben die schiere Menge an Schokolade, die in diesem Eis hier drin ist, oder auch bei Magnum am Stiel dran ist, die ist das Besondere. Also ist jetzt halt nicht geschmacklich bahnbrechend, aber die Menge eben, das macht's. Die Vanille-Eiscreme. Oh ja, die ist wirklich lecker. Ich muss sagen, die schmeckt mir sogar besser als bei manch anderen Ben & Jerry Sorten. Die ist hier wirklich schön sahnig cremig. Vanille relativ dezent, aber doch. Da, klar, wenn man es jetzt mit der Schokolade.
Es ist Sommer, ich beruhige mich, ich rieche mich hier nicht auf und schmeiße nicht das Pint gegen die Wand, weil es mir hier einfach nur nervt mit dem Wind. Vielleicht mache ich auch gleich einfach die Tischdecke weg. Also die Vanilleeiscreme ist lecker, besonders in Kombination mit Schokolade dürfte das natürlich sehr geil sein. Lecker. Und hier haben wir jetzt, wenn wir jetzt hier mal durchbuddeln, ich schiebe das mal ein bisschen hier einmal in den Deckel rein, damit wir uns das mal so ein bisschen. Beste bewahrt man sich ja auch zum Schluss auf. Machen wir mal hier den dicken Deckel ab, so halbwegs, und gucken mal, was wir hier drin so finden, wenn wir da mal durchbuddeln. Hauptsächlich Vanilleeis, aber da unten. Da sieht man schon unten langsam, also ich sehe es zumindest, hier mit dem Weiß und so, weiß-weiß ist das ein bisschen schwieriger zu sehen, ist überall Schokolade drin. Und das ist dann auch eigentlich schon fast alles, was ich euch zeigen kann. Da drinnen ist alles voll mit Schokolade. Das ist lecker, das knackt. Das Eis ist cremig, das gefällt mir auch sehr gut. Das ist wirklich lecker. Vollmundig. Nicht ganz so kompakt wie bei Ben Jerry's, aber auch nicht so luftig wie bei Cremissimo. Das ist halt gut gelungen. Es schmilzt gut. Es ist einfach nur schokoladig, würde ich sagen. Ich buddel mich mal etwas durch, melde mich gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier gerade mal so ein großes Stück abgerissen, um euch das hier mal zu zeigen. Hier drin ist alles voll mit Schokolade. Das ist richtig geil und das ist richtig lecker und das macht einfach Spaß zu essen. Und das ist auch das eigentliche Highlight an dem Eis, dass man halt wirklich, ich muss mal ein Fotochen machen, immer massenhaft Schokolade hat. Das ist einfache weiße Schokolade, die schmeckt nicht mal, wer weiß, besonders. Das Vanilleeis ist auch sehr gut, wobei es jetzt auch nicht bahnbrechend ist, aber es schmilzt wirklich erstaunlich gut. Aber das war es eben auch schon. Es ist aber eben das viel weiße Schokolade und überall knackt es. Von daher genieße ich den Rest Eis und gebe diesem Eis auf jeden Fall ein gut. Sehr lecker und knackig. Bis demnächst.